Hallo, ich bin Christian Berkel und Sie sehen die Sendung Tischgespräch mit Susanne Stahnke auf Hamburg 1. Staatlich Fachingen, das Wasser, seit 1742, präsentiert Ihnen. Liebe Zuschauer, seien Sie wieder ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Sendereihe Tischgespräch. Diesen atemberaubenden Blick hinter mir genießt man aus Hamburgs neuem Wahrzeichen, der Elbphilharmonie. Genauer gesagt der eigene Suite des Luxushotels West in Hamburg, das als Wohlfühloase und Ruhepol im geschäftigen Hafen konzipiert wurde. Heute begrüße ich hier einen beliebten deutschen Schauspieler mit internationalem Format, der just seinen ersten Roman veröffentlicht hat. Christian Berkel. Christian Berkel wurde 1957 in West-Berlin geboren. Seine Jugend verbrachte er zum Teil in Frankreich. Berkels erste entscheidende Begegnung mit dem Theater war die Arbeit von Marcel Marceau, dessen Pantomimen er zu Hause nachspielte. Für seine beeindruckende Darstellung von Bundeskanzler Helmut Schmidt in Mogadischu erhält er die Goldene Kamera. Für seine Rolle in dem Udo Jürgens-Film Der Mann mit dem Fagott wird er mit dem Bambi und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Internationalen Glanz erfährt Berkels Karriere unter anderem an der Seite von Tom Cruise in Operation Walküre und neben Brad Pitt in Quentin Tarantinos Inglourious Basterds. Seit nunmehr 12 Jahren klärt Berkel als der Kriminalist spannende Fälle im ZDF. Die neuen Folgen laufen dort ab November. Herzlich willkommen bei Tischgespräch, Christian Berkel. Herr Berkel, wir freuen uns so, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Sie sind gebürtiger Berliner, haben eine Zeit lang in Frankreich gelebt und viele Teile unserer Welt bereist. Welchen Bezug haben Sie zu unserer Hansestadt? Wie gefällt Ihnen Hamburg? Also mir gefällt Hamburg unglaublich gut. Ich bin oft hier gewesen, habe oft hier gedreht, habe ganz besonderes Erlebnis ist natürlich, wir sind relativ sicher, dass unser erster Sohn hier in dieser wunderschönen Stadt nicht geboren, aber gezeugt wurde. Nein! Ja. Welch eine Offenbarung! Sie sind quasi mit zwei Kulturen aufgewachsen, auch mit zwei Sprachen und zwei Religionen. Die Mutter war Jüdin, der Vater Katholik. Berlin war zudem ja die zweigeteilte Stadt schlechthin. Wie hat diese Zweiheit Ihre frühen Kinder- und Jugendjahre geprägt? Sehr, sehr stark. Also ich habe Kinder haben ja ein sehr genaues Gespür für Tabus, die es in einer Familie gibt. Mhm. Und das war so ein bisschen Tabu. Meine Mutter hat, wie viele Menschen ihrer Generation, egal auf welcher Seite sie nun geboren waren, ob sie auf der Opfer- oder Täterseite geboren waren, überhaupt nicht über diese Zeit gesprochen. Und als Kind hat man das gespürt. Man hat gemerkt, da gibt es irgend so einen Bereich, den darf man eigentlich nicht antasten. Und dann waren wir relativ früh, als ich sehr klein war, in Frankreich. Und da habe ich gemerkt, dass meine Mutter eben offenbar diese andere Sprache spricht. Und die ich eben nicht verstand. Und dann hat sie sehr früh angefangen, mit mir Französisch zu sprechen, weil ich das auch gern lernen wollte. Da war ich so 4 Jahre alt. Und ab dann wurde das eigentlich so ein bisschen unsere, sagen wir mal ruhig, Geheimsprache. Und dadurch bin ich so zwischen diesen beiden Kulturen aufgewachsen, später dann nach Frankreich gegangen, bin dort zur Schule gegangen und habe tatsächlich diese geteilte Stadt, dieses zwischen zwei Kulturen, dieses immer so ein bisschen zwischen den Stühlen, zwischen zwei Religionen aufzuwachsen, das habe ich doch sehr stark erlebt.
Wenn man sich die Lebensumstände und den Lebenslauf Ihrer Eltern vor Ihrer Geburt anschaut, dann liest sich das wie ein Exposé für einen Hollywood-Film. Nur ist das alles real. Und zwar konnte Ihre Mutter vor den Nazis nach Frankreich fliehen, wurde dort inhaftiert, aber konnte wieder fliehen, sich in Leipzig vor dem Holocaust verstecken und ist dann später nach Argentinien emigriert. Und ihr Vater war Arzt in der Wehrmacht, geriet nach Kriegsende für 5 Jahre in russische Gefangenschaft, heiratete zunächst eine andere Frau, weil er den Kontakt zu ihrer Mutter verloren hatte. Aber das dürfen nicht alles erzählen. Ihre Mutter suchte ihn, jetzt kommt es. Ihre Mutter suchte ihn. Mögen Sie das einmal für uns noch einmal erzählen, wie das war? Sie meinen jetzt diesen Moment, als sie ihn gesucht bzw. gefunden hat? Ja, genau. Mit einem speziellen Anruf. Ja. Also sie kam tatsächlich aus Argentinien zurück, hatte inzwischen dort die argentinische Staatsbürgerschaft angenommen, aber 9 Jahre dort gelebt, aber eigentlich nie so richtig Fuß gefasst. Sie hatte ja ein Kind von meinem Vater, was also sozusagen kurz vor Kriegsende entstanden war. Mein Vater hatte das Kind aber überhaupt nie gesehen, wusste nur vage davon, dann hatten sie komplett den Kontakt verloren durch die Gefangenschaft und so weiter. Das ist schon tragisch, ja. Dann kamen sie also irgendwann in Deutschland an, in Berlin, kamen bei einer Freundin unter und die Freundin fragte nach meinem Vater, was denn mit ihm sei und ob sie sich denn ob sie wüsste, wo er lebt und so weiter. Und dann sagt sie, nein, wir haben uns komplett aus den Augen verloren und ich weiß gar nicht, wo er ist. Und dann sagte sie, na, guck doch einfach mal im Telefonbuch nach, vielleicht lebt er ja in Berlin. Nein. Und sie schlägt das Telefonbuch auf und tatsächlich, er stand drin. Und dann hat sie angerufen und er hat ihre Stimme nicht erkannt. Die hatten sich ja 10 Jahre nicht gesehen, nicht gesprochen. Und in der Zeit war ja furchtbar viel Schlimmes auch passiert. Und sie hat sich nicht zu erkennen gegeben. Sie hat nicht gesagt, wer sie ist. Sie wollte, dass er es errät. Und er hat es einfach nicht erraten. Und irgendwann hat er gesagt, Sie müssen mir einfach helfen. Haben wir denn irgendwas gemeinsam? Und dann sagte sie, ja, ein Kind. Ach, das ist... Und dann haben sie sich kurz darauf getroffen und er hat sich scheiden lassen und sie haben geheiratet. Oh, das ist aber Gänsehaut pur, oder? Ja. Morgen erscheint im Ullstein Verlag Ihr Debütroman Christian Berkel, Der Apfelbaum. Wir dürfen später bei Tischgespräch noch einen Genuss einer Leseprobe kommen. Ich freue mich sehr, dass Sie uns diese später noch gewähren und möchte nur noch einmal zusammen mit Ihnen in Ihre Kindheit reisen. Da gab es so eine schöne Begebenheit mit dem Großvater, wo Sie sagten, die hat Sie nie wirklich losgelassen und sehr beschäftigt, bewegt und beeindruckt. Da ging es, Stichwort, um ein Segelboot. Ja, genau, da sind wir ja hier in Hamburg, richtig. Ich war damals, also ganz genau weiß ich es nicht mehr, ob ich 3, 4, 5 irgendwas in dem Dreh muss ich gewesen sein. Mein Großvater lebte in Weimar, war zu dem Zeitpunkt schon sehr krank. Wir waren zu Besuch und meine Mutter sagte, pass auf, der Großvater möchte dir unbedingt was schenken. Der will jetzt mit dir losziehen und ein Geschenk für dich ausruhen. Der Papa von Mama. Ja, aber der ist sehr krank. Also in das erste Geschäft, wo ihr reingeht, das erste, was du siehst, sagst du, das ist es, das nehme ich, damit er schnell wieder nach Hause kommt, weil ihm geht's nicht gut. Und ich habe also brav Ja gesagt und wir gingen zusammen los. Und er sagte, was möchtest du denn? Sag ich, ich wünsche mir ein Segelboot. Also gingen wir in einen Kinderspielzeugladen und er fragte nach einem Segelboot. Der erste Laden, da gab es gar keins. Dann gingen wir in den nächsten und da gab es eins, aber das gefiel mir überhaupt nicht. Ich sagte aber brav, er fragte, gefällt dir das? Sage ich, ja, ganz toll. Und er sagte, das stimmt doch nicht, das sehe ich dir doch an. Komm, wir gehen weiter. Draußen auf der Straße sagt er zu mir, du pass mal auf, das macht man nicht. Ich möchte dir was schenken
und ich möchte das schenken, was dir gefällt. Mhm. Wenn du jetzt irgendwas nimmst, dann sind wir beide betrogen. Du hast nicht das, was du möchtest und ich konnte dir nicht das schöne Geschenk machen, was ich dir machen möchte. Wir suchen jetzt so lange, bis wir das finden, was dir gefällt. Und ich merkte, dem ging es total gut und er hatte auch Spaß daran, mit mir spazieren zu gehen. Und wir wanderten so durch Weimar und er zeigte mir die Stadt und irgendwann kamen wir in einem Laden an und da stand das Segelboot, ein kleines Segelboot aus Holz mit zwei umlaufenden blauen Streifen, einem einfachen Mast. Und ich war total begeistert. Und das war in einer gewissen Weise so eine Lehre fürs Leben für mich. Also, dass jemand sagt, du hast ein Recht darauf, deine Wünsche zu benennen. Mhm. Das heißt ja nicht zwangsläufig, dass sie immer erfüllt werden können, aber du kannst sie benennen. Mhm, das wäre schon Ihr Credo. Steh zu deinen Wünschen, sonst können sie sich nicht erfüllen. Definitiv nicht, ja. Vielleicht hat es dem Opa ja auch gerade gut getan, dass Sie da waren. Eben. Und mit ihm zu suchen. Eben. Und die Mama hat Nerven verloren dabei, oder? Genau. Ja, ja. Aber dann kamen wir alle beide lachend zurück und dann hat sie gemerkt, also offenbar war es auch nicht so schlimm. Er ist dann relativ bald danach gestorben. Also es war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ja. Herr Berkel, hat's geschmeckt? Sehr gut. Ja? Sehr, sehr gut. Das ist schön. Welchen Stellenwert hat Essen für Sie? Einen ganz großen. Also Essen ist nicht nur etwas, was wir brauchen, sondern Essen ist für mich in erster Linie Genuss und Kommunikation. Mögen Sie das zelebrieren? Ja. Ja? Ja. Und selber kochen? Sehr gerne. Sehr gerne. Was denn vorzugsweise? Dankeschön. Alles im Prinzip. Also das Einzige, wo ich nicht so gut drin bin, ist vegetarisch. Aha. Was einfach damit zu tun hat, dass ich auch kein Vegetarier bin. Also insofern habe ich das nie so kultiviert. Aber manchmal auch ein Nachteil, weil ich sehe inzwischen doch, also dass auch bei der vegetarischen Küche ganz, ganz tolle
Möglichkeiten sind und tolle Gerichte. Es ist in vielerlei Hinsicht, glaube ich, schwieriger, aber wahrscheinlich auch einfach nur ungewohnter. Ansonsten mag ich besonders gern Fisch- und Fleischgerichte. Dessert? Ja, wobei also ich nicht der große Dessertkoch bin. Das ist eher meine Frau. Wir haben zum Beispiel auch zu Hause gewissermaßen eine Tischregel. Es werden bei Tisch keine, also mit den Kindern, es werden keine Probleme gewälzt. Das Essen soll ein angenehmer Moment sein. Nicht ein Moment, wo die Kinder schon denken, so, jetzt werden wir gefragt, wie war es heute in der Schule? Was hast du da gemacht? Was hast du da gemacht? Dann hat man schon keine Lust mehr, sich da hinzusetzen, wenn man weiß, es kommen die ganzen unangenehmen Fragen. Also die werden an anderer Stelle gestellt, die werden natürlich auch gestellt, aber nicht beim Essen. Das ist ein Moment der Begegnung und der Kommunikation. Ganz wichtig für uns als Familie. Finde ich eine gute, lobenswerte und nachahmenswerte Idee. Also, das nehme ich mit auf den Weg. Als Hauptkommissar Bruno Schumann sind Sie der Kriminalist. Und das schon seit 2006. Ja. Ja, nächsten Monat starten im ZDF die neuen Folgen. 12 Jahre haben Sie diese Figur nun gespielt und entwickelt. Wie viel Christian Berkel steckt in Bruno Schumann? Also ich glaube ja, auch wenn manche Leute was anderes sagen, aber in jeder Figur, die man spielt, steckt eine Menge von einem selbst. Mhm. Genau wie in jedem Text, den ein Schriftsteller schreibt, auch sicherlich ganz viel von ihm selbst steckt. Insofern ist immer die Frage nach dem Autobiografischen so ein bisschen obsolet, weil es gibt immer diesen autobiografischen Anteil, auch wenn es nicht unmittelbar autobiografisch ist. Bei einer Figur, die man so lange spielt, kommt automatisch immer eine Wechselwirkung. Also die Figur macht was mit mir, ich mache was mit der Figur und das befruchtet sich im Idealfall gegenseitig. Ja, Sie haben mit Weltstars wie Helen Mirren, Bryan Cranston in Trumbo, Jodie Foster, Tom Cruise, Brad Pitt vor der Kamera gestanden. Um viele dieser Namen ranken sich ja im wahrsten Sinne des Wortes Legenden. Wie ist das, wenn man sich abseits von Promotion und rotem Teppich bei der Arbeit begegnet? Eigentlich kein so großer Unterschied. Also die Guten sind gut, die weniger Guten sind weniger gut. Das ist überall gleich. Und die Guten sind meistens relativ unkompliziert. Die weniger Guten versuchen das mit Kompliziertheit zu vertuschen. Ich glaube, überall wird mit Wasser gekocht und wenn mal diese Ebene, also dass jemand im Weltstar ist, und natürlich hat das bestimmte Implikationen, also egal wo die hingehen, ist sofort ein Menschenauflauf da, das macht was mit einem Menschen. Und das führt natürlich auch dazu, dass ein Mensch sich in einer gewissen Weise schützen muss, weil das macht ja auch, das ist irrsinnig anstrengend. Das macht auch verletzbar und da muss man auch gucken, wer sitzt mir da gegenüber, kann ich dem vertrauen oder nicht. Das heißt, diese erste Phase, die gibt es natürlich und die sind aber natürlich auch gewöhnt, das relativ schnell zu verstehen und relativ schnell einzuschätzen und dann ist das unter Umständen auch ganz schnell erledigt. Haben Sie vielleicht eine schöne Set-Anekdote parat? Also bei Quentin Tarantino gab es die Situation, also er mochte es nicht, wenn die Leute, die Schauspieler gerade nicht dran waren, dass sie zurück in ihren Trailer gingen. Weil er keine Lust hatte, falls er sie dann doch plötzlich brauchte, zu warten, bis die kommen, gerufen werden und so weiter. Also blieben alle immer direkt am Set. Das war ja in Babelsberg. So. Und es war damals ziemlich kalt, als wir gedreht haben. Und manchmal haben die Leute da ein, zwei Stunden gewartet und die Tage waren lang und manche waren müde und nickten einfach so weg. Und wenn das passierte, sprang jemand herbei und fotografierte denjenigen schlafend. Und das kam dann im Studioeingang nicht auf die Wall of Fame, sondern auf die Wall of Shame. Und ich glaube, jeder ist da irgendwann mal abgebildet worden. Ha ha ha!
Lieber Herr Berkel, wir sind bei der Rubrik Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist bewusst ein Bibelzitat, weil wir hier in unserer hektischen Medienwelt unseren Gästen Gelegenheit geben möchten, über Dinge zu sprechen, die ihnen am Herzen liegen. Und ich denke, Ihnen liegt Ihr Autorendebüt sehr am Herzen. Und wir freuen uns jetzt auf eine Lesung aus Der Apfelbaum. Bitte sehr. Komm schnell rein. Meine Mutter stand in der Tür, nur mit einem Morgenmantel bekleidet. Bevor ich ihr die Blumen in die Hand drücken konnte, zog sie mich in den Flur. Ein paar Wochen waren seit meinem letzten Besuch vergangen. Der Herbst ging in Regen und Schnee über. Es war kalt geworden. Ich musste etwas erzählen. In ihrem kleinen Wohnzimmer drehte sie sich um und warf den Kopf in den Nacken. Ich habe geheiratet. Ein Flugzeug donnerte über die Siedlung hinweg. Mein Vater war vor 9 Jahren, am 24. Dezember 2001, gestorben. »Warum hast du mir nichts davon erzählt?«, fragte ich. Sie sah mich prüfend an, wartete einen Moment. »Keine Sorge, er ist schon wieder tot.« »Wie, aber Leberschaden?« »Ach, ja, wie dein Vater, da war es auch die Leber. Aber schon damals, im Krieg, ganz plötzlich ist er umgefallen, tot. Bei Karl war es ähnlich. Er hat deinen Vater im Krieg kennengelernt, sie sind zusammen in Russland im Lager gewesen.« »Wie, wer ist in Russland gestorben?« »Na, dein Vater.« »Nein.« »Nein?« Sie lachte ungläubig. »Ich muss es ja wohl wissen, er war ja schließlich mein Mann, auch wenn wir unter Adolf nicht heiraten durften.« »Nein, er kann nicht während des Krieges gestorben sein, sonst wäre ich ja nicht geboren. Oder er wäre nicht mein Vater.« »Natürlich war er dein Vater, das wäre ja noch schöner. Was soll denn das? Ideen wie ein altes Haus, das dem Einsturz nahe ist.« »Na, ich bin 1957 geboren. Er kann ja nicht im Krieg gefallen, also gestorben sein, meine ich, und mich dann 12 Jahre nach Kriegsende gezeugt haben.« Sie starrte mich wütend an. »Bei dir haben sie wohl eingebrochen und vergessen zu klauen.« Ihre trüben Augen fixierten mich. »Das ist ja zum Piepen, ist das? Also jetzt pass mal auf, der Karl, der hat mir sehr viel Geld hinterlassen, weil, naja, er wollte, dass ich abgesichert bin, weißt du, und da er mit seiner Sippe wegen mir immer Ärger hatte, warum denn? Na, er kam aus der Familie Benz.« Sie machte eine Pause und sah mich vielsagend an. »Benz?« »Ja, Daimler-Benz.« Der Name war wie ein 8-Zylinder über ihre Zunge gerollt. »Und warum hatte er deinetwegen Ärger mit seiner Familie?« »Also manchmal bist du wirklich schwer von KP.« »Warum wohl? Die haben natürlich Angst vor Erbschleichern. Außerdem war Karl sehr viel jünger als ich. Das hat dem natürlich auch nicht gepasst.« »Wie alt war er denn?« »So genau weiß ich das jetzt nicht mehr. 47? Manches vergesse ich inzwischen. Weißt du, vielleicht auch 46, also Ende 40 oder Anfang. Naja. Aber ich dachte, er sei mit Papa in russischer Gefangenschaft gewesen.« »Das habe ich doch gesagt. Hast du wieder nicht zugehört?« »Nein, ich meine nur, dass er dann nicht Ende 40 gewesen sein kann. Also, wenn er zusammen mit Papa in dem russischen Lager war.« Ich hoffte, sie würde einlenken, obwohl mir klar war, dass sie es nicht tun konnte. Widersprüche hatten sie auch früher nicht gestört. Ich versuchte es trotzdem. »Eigentlich müsste er dann so etwa in deinem Alter gewesen sein.« »War er aber nicht. Er war 30 Jahre jünger. Punktum. Also, jetzt pass mal auf. Er hat mir 2 Millionen Euro auf mein Konto überwiesen. Und da ich das Geld nicht brauche, wollte ich es deiner Schwester und dir schenken.« Sie strahlte mich zufrieden an. »Oh, das ist sehr lieb von dir, aber willst du es nicht doch behalten?« »Wozu? Ich habe genug und allzu lange will ich auch gar nicht mehr leben. Ich kenne das alles schon zur Genüge und will mich ja schließlich nicht langweilen. Ach, bevor wir zur Bank gehen, um das Geld abzuheben, möchte ich noch ins Interconti fahren.« Ich sah sie fragend an. »Na, da haben Karl und ich unsere Hochzeitsnacht verbracht. Und am nächsten Morgen habe ich doch direkt mein Hochzeitskleid dort vergessen. Wahrscheinlich hängt es da noch im Schrank. Das möchte ich schon haben.« Ich war mit einem Block voller Notizen gekommen, saß vor meiner Mutter, wollte sie über meinen Vater befragen und sie erzählte von ihrer Hochzeit mit Karl Benz. Ich begriff, dass die Zeit, nach der ich suchte, nicht in Vergessenheit geraten war. Sie begann sich vor meinen Augen aufzulösen. Was blieb, waren Bruchstücke aus ihrem Leben. Einzelne Motive tauchten in Variationen auf, wurden neu verknüpft, als hätte man ein Bild in einzelne Teile zerschnitten
einige dabei verloren, andere zu einem neuen Ganzen zusammengesetzt. Als würde die Seele im Vergessen neu kartografiert. Und mein Vater, mit dem sie durchs Leben gegangen war, seit ihrem 13. Jahr, mein Vater war verschwunden, vor langer Zeit im Krieg gestorben, ersetzt durch Karl Benz. Vielen Dank für dieses tiefgehende Tischgespräch. Danke Ihnen. Ich hoffe, Sie haben sich wohlgefühlt bei uns. Ja, sehr. Das freut Essen mich. Und Kommunikation. Vielen herzlichen Dank, dass wir so viel erfahren durften über die Person abseits der Rollen und über die Quellen, aus denen Sie so reich zu schöpfen vermögen. Alles Liebe, Gesundheit und Glück und vielleicht bis bald einmal wieder. Danke, würde mich sehr freuen. Vielen herzlichen Dank. Danke. Liebe Zuschauer, Ihnen danke ich fürs Dabeisein. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Tischgespräch. Alles Liebe, bis dahin und bitte bleiben Sie gesund. Tschüss. Präsentiert von Staatlich Fachingen, das Wasser, seit 1742.